willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute mein Fahrrad vom Schlauch zum Tubeless umrüsten. Ja, ich habe es selber noch nie gemacht, deswegen also für alle, die auch etwas Schiss davor haben, alles gut. Ich habe es eben schon mit dem Hinterrad probiert und geschafft. Genau, und jetzt werde ich euch zeigen, wie das bei dem Vorderrad funktioniert. Ich habe mir jetzt hier schon alles ready gelegt. Das sind einmal Tubeless-Ventile, Tubeless-Milch, Reifenheber und natürlich der neue Reifen. Ich habe mich hier für Magic Mary Super Trail für mein Vorderrad entschieden. Ja, ich habe einfach schon einiges davon gehört und gelesen. Ja, jetzt lasst uns mal starten. Als erstes werde ich jetzt mein Vorderrad demontieren. Es geht ja eigentlich relativ einfach, zumindest einfacher als das Hinterrad. Genau, die Steckachse packe ich einfach wieder rein. Muss ja nicht fest sein. So, und dann geht es eigentlich auch schon los. Als erstes muss man einfach darauf achten, dass man das Rad nicht auf die Bremsscheibe legt, sondern dass die Bremsscheibe oben liegt. Und dann fange ich auch schon an und lasse die Luft raus. Dann ist es so, dass man jetzt als erstes den Reifen aus der Karkasse lösen muss. Und das mache ich jetzt hier unten. Und zwar geht es am Anfang immer etwas schwer, da der Reifen nämlich hier so ein bisschen rangeklebt ist. Aber da braucht man nicht mehr in die Muckibude. So, jetzt habe ich hier den Anfang. Ich gehe jetzt einmal rum. Wenn man einmal den Anfang hat, dann geht es eigentlich auch recht gut. So. Puh. Das erste ist geschafft. Jetzt kommt die andere Seite. Oh, komm schon. Dreh durch. Na los. Komm schon. Und lösen den Reifen. Das sieht doch schon gut aus. So, dann ist der Reifen jetzt auf jeden Fall schon mal gelöst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ich werde jetzt den Reifen über die Felge ziehen. Und zwar fange ich mit der Seite an, wo nicht die Bremsscheibe liegt. Denn wenn ich dann auf dieser Seite arbeite, ist es immer besser, den Reifen dann nicht auf die Bremsscheibe zu legen. Genau, dafür werde ich mir jetzt mein Hilfswerk zur Hand nehmen, den Reifenheber, und fange an, den Reifen drüber zu stülpen und dann mit dem Reifenheber hier zu befestigen. So. Dann gehe ich jetzt hier weiter. Genau, das ist für mich persönlich eigentlich die einfachste Methode. Denke ich. So. Und dann probiere ich. Ups. Ich gehe jetzt mit dem Reifenheber hier hinter dem Reifen, zwischen Reifen und Felge, und gehe dann einmal außen herum, sodass sich der Reifen komplett löst. Jetzt gehen wir mal. Oh! Recht. Ja, jetzt ist auf jeden Fall schon mal der Schlauch zu sehen. Reifen ist ab. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den Schlauch ausnehmen, damit er mich nicht mehr stört. Danke für das letzte Jahr. So, jetzt wird der Reifen hier einfach rausgenommen und tada! Das hat jetzt auch nur ein paar Minuten gedauert. Hier sieht man auch schon, dass meine Felge wirklich tubeless ready ist. Und wenn ihr euch nicht genau sicher seid, könnt ihr das auf jeden Fall auch einfach googeln. Jetzt nehmen wir uns unseren neuen Reifen zur Hand. Da steht auf jeden Fall drauf
wo die Rotationsrichtung ist, muss der Reifen so drauf. Bevor der Reifen jetzt auf die Felge geschoben wird, muss natürlich erstmal das Tubeless-Ventil draufgeschraubt werden. Genau, das wird hier einfach reingedreht. Dann kommt hier ein kleiner Gummiring drauf. Ja, Joker. Joker möchte auch gerne ins Video. So, da haben wir das nämlich schon mal fertig. So, der Reifen muss jetzt auf die Felge montiert werden. Diese Seite ist bereits schon drin. Und die andere Seite ist ein bisschen tricky. Aber ich probiere jetzt hier von oben beide Seiten reinzumachen. Zur Hilfe lege ich mein Rad jetzt mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und zwar stecke ich den Reifenheber hier drunter, schiebe ihn nach links und dann kommt der Reifen so rein. So, hier ist jetzt eine kleine Luke offen. Ich hoffe, das bleibt so. Und da wird jetzt die Tubeless-Milch reingekippt. Und zwar auf der Verpackung steht für Mountainbike Reifen von 27,5 Zoll, ungefähr 75 Milliliter. Ich werde jetzt ungefähr 100 reinkippen, weil eventuell wird ja auch was daneben laufen, so wie ich mich kenne. Genau. Und dafür werde ich jetzt den Reifen vorsichtig in der Luft halten, wenn alles gut klappt. Genau. Hier ist auch extra die Beschilderung, 100 Milliliter. Da ist es jetzt. Schauen, das sieht gut aus. Ich werde den Reifen jetzt extra hier und hier gut festhalten und werde ihn einmal drehen, sodass die Milch quasi nach unten läuft. So, ich werde den Reifen jetzt wieder, weil die Milch ist jetzt hier unten, wieder auf den Tisch legen. Ich werde erstmal schnell die Milch zumachen, denn sonst, wie ich mich kenne, läuft die auch noch aus. So, und jetzt kommt eigentlich mit eines der schwierigsten Parts. Und zwar muss ich jetzt den Reifen richtig auf die Felge spannen. Also, rüber, rein und runter. So, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Speichen Abstand. Zwei, rein, rüber und zack, ich glaube, ich habe es gleich. Und zack, wow, tschakalaka. Habe ich Milch verloren? Geht so. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall den Reifen erstmal aufpumpen. Dafür habe ich meinen Kompressor und ich hoffe, dass das funktioniert, weil der Reifen muss jetzt quasi in die Felge richtig springen. Also hier. Seht ihr jetzt? Muss er quasi reinspringen. Genau, das werde ich jetzt gleich mal machen. Erstmal werde ich jetzt hier meinen Kompressor hier aufbauen. So, er ist auch schon an. Dann gibt es extra für die. Und ich stelle erstmal 2 Bar ein. Thank you.
Super. Ja, Leute, wie man sieht, ist einiges an mich leider daneben gelaufen, aber es ist so, mein Kompressor hat nicht so viel Druck auf einmal quasi. Das heißt, ich musste die ganze Zeit den Reifen probieren, dass er sich quasi ja nach außen stülpt und nicht so viel Luft an der Seite quasi rausgeht. Ja, dadurch ist das jetzt hier entstanden. Ich dachte ja eigentlich, dass ich es ohne Sauerei hinbekomme, aber es ist nun mal wie es ist. Deswegen, also wenn ihr es macht, legt euch am besten ein Handtuch drunter oder macht es ja in einem Raum, wo es auch nicht so schlimm ist, dass einige Spritzer vorbeigehen. Jetzt werde ich erstmal den Reifen säubern. So, der Reifen ist jetzt einigermaßen sauber. Und jetzt müssen wir noch kontrollieren, ob er auch richtig in der Felge sitzt, also der Reifen. Und das kann man daran erkennen, wenn hier diese Linie und die Felge zum gleichen Abstand einmal quasi drumherum lang verläuft. Wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, also auf dieser Seite ist es auf jeden Fall der Fall, dann müsste man nochmal mit mehr Druck quasi den Reifen aufpumpen. Genau, aber bei mir sieht das jetzt eigentlich relativ gut aus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auch noch darauf achten, dass die Milch, die jetzt hier noch drin ist, sich gleichmäßig verteilt. Dafür könnt ihr den Reifen entweder ja, schon auf, an das Fahrrad montieren und dann ein bisschen drehen oder im besten Fall ein paar unten drehen mit dem Bike. Und genau, danach kann man auch nochmal kontrollieren, ob auch alles richtig verlaufen ist und nirgends Luft entweicht. Ja, das heißt, ich werde jetzt den Reifen erstmal wieder an mein Fahrrad montieren. So, der Reifen ist endlich tubeless ready. Und wie ihr gesehen habt, auch wenn ich vielleicht nicht alles richtig betitelt habe, tut mir leid, bin halt kein Profi, aber ich habe es geschafft und ich bin stolz auf mich. Ich habe Hinterrad und Vorderrad jetzt beide tubeless ready gemacht. Das heißt, die neue Saison kann starten. Genau, hinten habe ich mich für Big Betty entschieden. Da habe ich mir auch verschiedene Erfahrungsberichte durchgelesen. Ich habe es geschafft. Ich habe mein Fahrrad das erste Mal tubeless umgerüstet. Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und ja, also falls ihr auch Anfänger seid oder noch nicht so viel Erfahrung habt, dann probiert es auf jeden Fall aus, denn nur so kann man es auch lernen. Und genau, ich habe es ja auch das erste Mal gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht ganz korrekt gesagt oder gemacht habe und ihr da das besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil nur so kann auch ich mich verbessern. Und ja, ich bin für jeden Tipp immer dankbar. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin eine tolle Woche. Ciao! Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es nun dort sehen. Oder ihr schaut bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten seht ihr gleich noch einen Trailer vom nächsten Video. Bis bald!